Eine ambulante Wohngemeinschaft ist eine Wohnform, die privates Wohnen mit Versorgungssicherheit kombiniert. Ich kümmere mich darum, dass die Bewohner ihre Mahlzeiten bekommen. Wir erbringen auch medizinische Behandlungswege, wie beispielsweise Medikamentengabe, Verbände, Blutdruck und Blutzuckermessen. 20.000 Euro benötigt der Uganda-Kreis der Kolping-Familie Gabek, um eine Krankenstation in Okodri für einen Umbau zu unterstützen. Die Schützenbruderschaft St. Johannes spendete das Geld der Vogelversteigerung und stockte noch auf. König, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich im Namen des Uganda-Kreises, im Namen von Dr. Cosmas Salule und auch im Namen der Menschen in Uganda, denen mit ihrer Initiative ganz sicherlich geholfen werden kann. Ich hatte vor einigen Jahren Gelegenheit, mich selber zu überzeugen von diesen Umständen, die herrschen in der Krankenstation. Und wer das sieht und wer nicht ein Herz aus Stein hat, der kommt einfach dazu, dass er helfen möchte. Das Bedürfnis, dann helfen zu wollen, ist sehr, sehr groß. Und wir sind als Uganda-Kreis ganz angenehm überrascht, wie groß die Resonanz ist hier in der Umgebung, in der Region, die Resonanz ist, helfen zu wollen und die Bereitschaft, helfen zu wollen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Gern geschehen. Dass das ein Anliegen war, was auch bei unseren Schützenbrüdern angekommen ist, sieht man daran. Normalerweise kommen bei einer Vogelversteigerung 300 bis 400 Euro zusammen. Diesmal waren es mit 901 Euro mehr als das Doppelte und den Rest hat die Bruderschaft dann noch aufgerundet, weil wir wissen, das ist für einen guten Zweck. Ganz herzlichen Dank. Ja. Kein Luxus, wenn man so eine Krankenstation dann mit fließendem Wasser versorgt. Sicherlich. Wenn das gelingt. Und man nimmt natürlich von den Leuten, die sich das leisten können, einen kleinen Unkostenbeitrag, um die Station überhaupt weiter zu betreiben. Mit dem Vorsatz, dass die Leute hier in der Region auf dem Laufenden gehalten werden über den Fortgang der Maßnahmen. Ja, sobald begonnen worden ist, sobald der erste Bauabschnitt fertig ist, werden Bilder geschickt, werden Berichte gemacht und die Leute werden informiert dann. Und dann wird es ganz sicherlich auch dazu kommen, dass man sagt, wir haben so eine Figur. Dr. Cosmas Alule hatte auf die Notwendigkeit hingewiesen und um Unterstützung gebeten. Man möchte alles auf einmal machen, aber es geht nicht. Man muss Step by Step, so wie sich die Möglichkeiten ergeben, muss man helfen